Moinsen, zu einer neuen Folge von Evoland 2. Das letzte Mal waren wir ja bloß in dem Haus drinne und sind jetzt endlich hierhin gereist. Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Und das könnt ihr sogar live miterleben. Ah, wunderbar, nicht? Nur mal ganz kurz. Ich wollte schon den ganzen Tag im TS am Aufnehmen, also Borderlands, so am Spielen und eben halt immer die ganze Zeit TS labern etc. Wenn mir heute irgendwann mal die Stimme abfällt. Entschuldigung. Hallöchen. Ihr möchtet wissen, wozu diese Kanone dient? Wir nennen sie die große Hyperion-Kanone. Es ist ganz einfach. Wir setzen die GHK ein, um verschiedene Objekte in der Anomalie zu schicken. Danach untersuchen wir den temporalen Output an ihren Horizont. Würdet ihr gerne etwas mit der GHK in die Anomalie schicken? Ich sehe, ihr gehört nicht dem Zentrum für Anomalieforschung an. Ihr müsst zunächst eine Genehmigung von Anarchiva, der großen Bibliothek, einholen, in der der Ausschuss für den temporalen Ethik beherrschen. Oh Gott. Können die noch mal weiter mit ihren Fachwörtern um mich sprechen? Wir haben von hier einen wunderbaren Ausblick auf die Anomalie. Glaubt ihr, dass die Anomalie eines Tages die ganze Zeit umschlingen wird? Ach, was für ein romantischer Gedanke. Oh ja. Wollt ihr sie sehen? Ernsthaft? Das ist die Anomalie? Okay. Hier haben wir noch eine Insel. Ach komm, gehen wir hier mal auf die Insel. Willkommen auf der Insel der Mifklissen. Diese Insel wurde künstlich mit Hilfe der von dem Zentrum vom Molekularforschung entwickelt, Roboservos, geschaffen. Wir planen in Kürze einen neuen Magilithen hier zu erreichen. Es stimmt, sie sind noch nicht fertiggestellt, aber schon bald wird dies ein beliebter Ausgangspunkt für eine Expedition der Temporalforschung sein. Gott. Oh, eine Krabbe. Konstruieren, bauen, vergrößern, zerstören. Nein, nicht zerstören. Oh Gott. Ich mag 8-Bit-Musik überhaupt nicht. Ich traue diesen Roboservus nicht über den Weg. Was, wenn eines Tages so ein künstliche Intelligenz die Kontrolle übernimmt und Roboter in die Vergangenheit schickt, um uns alle auszulöschen? Nee, unwahrscheinlich, schätze ich. Glaubst du es mal nicht so? Kann man nicht machen? Also das hier ist dann diese... Hier soll Merkliff später stehen, ne? Anstatt zu versuchen, durch die Zeit zu reisen, sollten sie ihren Anstrengungen darauf verwenden, sie zu retten. Wenn es keine Zeit mehr gibt, werden wir nirgendwo mehr hinreisen. Bam, bam, pa. Weiter regeln, weiter segeln. Die Anomalie da drüben, diese komische. Kommt mir irgendwie so vor, als ob das die Anomalie ist für... Hallo, kleine Insel. Für... Du wisst doch, wo wir da zu der Insel gefahren sind, die zeitlose Insel. Da war doch da auf immer so ein... Ich will erst mal hier... Hier komme ich nicht hin? Okay. Da war ja so ein... Ach komm schon. Dieses komische Ding, also von dem großen Kontinent eben halt links davon. Wo ich immer gesagt habe, das wird noch irgendwann später irgendwas zu bedeuten haben. Also das, wo da immer so Zeug aus dem Wasser rausguckt und so weiter. Der Zutritt zum Zentrum für Molekularforschung ist ausschließlich befugtem Personal vorbehalten. Oh, ihr seid das? Ihr seid schon zurück? In Ordnung, ihr dürft passieren. Ja, ich sag, das kommt mir verdammt bekannt vor, das alles hier. Neben unserer Forschung zur Schöpfung neuer Lebensformen macht euch unsere Studien zur Manipulation der Zeit große Fortschritte. Wenn alles nach Plan läuft, sollten wir in der Lage sein, der große Katastrophe zu verhindern. Okay. Einige der größten Wissenschaftler arbeiten im Zentrum für Anomalieforschung.
Nur schade, dass ihre Forschungsergebnisse wegen diesem übereifrigen Ausschusses für Temporalethik nicht komplett umgesetzt werden können. Zum Glück gelten diese Einschränkungen nicht für uns. Sagst du auch irgendwas? Wahrscheinlich das Überleben der großen Katastrophe 1 zu 3720. Hey Fetti, seid ihr auch neu hier? Ich werde gerade im Zentrum für Molekulte Forschung aufgenommen. Unglaublich, was hier geleistet wird, meint ihr nicht? So etwas kann die Welt verändern. Ach komm, halt die Schnauze. Ihr seid auch neu hier? Wisst ihr vielleicht, was da im Untergeschoss vor sich geht? Ich habe keinen Zutritt zu diesem Bereich, aber es scheint etwas Unglaubliches zu sein. Ich kann es dir sagen, aber es macht dann 5 Euro. Pro Wort. Hier werden die Dämonen hergestellt. Dank dieser Geschöpfe stehen uns hier endlose Energiereserven zur Verfügung. Wahrscheinlich genug, um damit unsere wichtigsten Projekte zu speisen. Ich verstehe das nicht. Der winzige Winzling ist ganz schön groß geworden, was? Wenn das so weitergeht, wird er bald so groß wie einer der alten Kontinente des finsteren Zeitalters sein. What? Da wird er ganz allein genug Energie erzeugen. Wer weiß, vielleicht verschluckt es sogar die Anomalie. Die Anomalie ist links neben der Hauptinsel. Nein, das kann nicht sein. Sind die neuen Hybride nicht einfach wunderbar? Sie werden auf alle Fälle gut Bedienstete abgeben. Alte Säcke, macht was selber. Hey Kollege, was geht? Zutritt zum Untergeschoss ausschließlich für befugtes Personal. Zutritt gestattet. Ist mir irgendwo klar. Ich habe den Großteil meines Lebens mit der Planung dieses Projekts verbracht. Wenn ich Glück habe, werde ich noch zu meiner Lebenszeit seine Umsetzung erleben. Aber es gibt noch viel zu tun. Ach, halt doch die Fresse. Ihr müsst im entscheidenden Moment harte Entscheidungen treffen, G. Wir verlassen uns darauf, dass ihr das Projekt am Leben haltet. Was geht? Fertigstellung des Projekts. 37%. Geschätzte Dauer bis zur Fertigstellung unbekannt. Verteidigungssystem des Projekts aktiv. Wahrscheinlichkeit tödlicher Gewalt 2%. Immer noch 2%, hä? Komm mal her. Ist mal kalt. Oh Mann. Energiezufuhr 3%. Achtung, Energiestand unzureichend zur Aktivierung. Oh. Ihr werdet also für die Projekt ausgewählt, was? Das ist ein einziges große Verantwortung. Lasst euch nicht unterkriegen. Was für Projekte? Was machen die hier? Ich will hier durch. Oh Mann. Wisst ihr eigentlich, wozu diese Maschine in der Lage wäre? Wenn wir sie erfolgreich fertigstellen. Bedeutet dies nicht weniger als Unsterblichkeit für uns. Wäre es uns nicht gelungen, den Zeitstein aus der Anomalie zu bergen, wäre all diese unmöglich gewesen. Den Zeitstein aus der Anomalie bergen. Es wird noch einige Jahre dauern, bis das Projekt abgeschlossen ist. Offensichtlich hat dieses Zentrum für Molekularforschung sich unsere Probleme mit der Energieversorgung angenommen. Aber wir sind es, die die Sachen zu Ende bringen müssen. Die Zeit ist knapp. Die große Katastrophe naht. Ach, die machen es sehr spannend. Okay. Hier ist nichts. Und hier ist der Anfangsraum. Ist einfach nichts. Hier ging's los. Hier ging's los. Das ganze Spiel ging hier los. Hier waren ein paar Gegner, da ist man hier rüber gegangen. Dann waren hier eigentlich ein paar Gegner, aber hier war die Säule nicht in der Mitte. Und dann ist man hier runter. Und dann zu der Treppe. Und dann hat man uns abgefangen. Zusatz zum Untergeschoss, gestattet. Danke.
Ich weiß trotzdem nicht, was ich hier machen soll. Ja. Danke. Ich bin gestattet, um alles zu machen. Aber ich verstehe eben den Sinn noch nicht. Also hier wird dann später der Enemy. Ne, da unten wird die Insel sein. Dann ist so. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich hätte erstmal das Dorf weiter durchsuchen sollen. Und von hier aus gibt es ja nicht weiter, ne? Ach, die Bibliothek, stimmt. Da muss ich ja da erstmal mir so einen Ausweis suchen. Hä, Shikoya? Eine Bibliothek? Ich meine, das muss die Bibliothek der Magie sein. Die Bibliothek, die das ganze Wissen und alle Erkenntnisse der Magie beherbergen soll. Bitte, oh bitte, 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 kann ich mich hier umsehen? Mache. Danke. Ich bin... Komm, hier, komm, lies dich mal ein bisschen ein. Wenn ihr nach einem bestimmten Buch sucht, wendet euch an Professor Gagel. Gagle. Goggle. Hm. Ihr werdet euch in die richtige Richtung weisen. Oder sagt Google. Er verfügt über ein fotografisches Gedächtnis. Wo kommen nur diese sonderbaren Namen her? Gagel. Ihr befindet euch in der großen Bibliothek der Magie. Bitte schweigt, um die anderen Besucher nicht zu stören. Außerdem sind die Schokoladen und Tarnkappen strengstens verboten. Ist es Schokolade und Tarnkappen verboten? Ja, genau. Mann, muss diese Bibliothekar so ein Spielverderber sein? Warum haben wir hier irgendwo Tarnkappen oder was? Um mit herumzulaufen ist immer was Neues. Es gibt so viel Wissen, so viel zu entdecken, so viel zu lernen für ein einziges Leben. Die Gewissheit, dass ein jedes Leben enden muss, dass ich niemals alle Bücher lese, jedes Land bereisen kann, stimmt mich traurig. Aber womöglich ist es genau das, was jeden Moment für mich gleichermaßen kostbar macht. Das kann einen schon nachdenklich stimmen. Jetzt sagt ihr das mal was dazu. Viele wurden über das Ende der Zeit geschrieben. Die meisten der Magie sind überzeugt, dass es schon bald eintreten wird. Das hat zur Folge, dass die reinen Wissenschaftler in nur kurzer Zeit um Lichtjahre voranschritt. Ich für meinen Teil bin skeptisch. Wenn das Ende der Zeit nahe sollte, passiert es eben. Aber ich sehe keinen Grund, warum sie nicht weiter, weitergehen sollte, wie eh und je. Hoffen wir, dass er recht hat. Ja. Neue Studien des Zentrums für Anomalieforschung zufolge existiert die Anomalie in allen Zeiten zugleich. Und das gilt, es jetzt zu belegen. Deswegen muss das Projekt Mikloff jetzt zu Ende gebracht werden. Auch wenn manche es für zu riskant halten mögen. Ich kann bestätigen, dass die Magilissen fertiggestellt wurden. Um meinen Traum wahr zu machen, habe ich ungefähr 2000 Bücher über die verschiedensten Themen gelesen. Was mein Traum ist, fragt ihr? Im Zentrum für Molekularforschung zu arbeiten. Es verfügt mit Abstand über das beste Forschungsteam der Welt. Na dann, viel Spaß beim Lesen. Ich muss einen Professor Google suchen. Gagel. Das große Buch der Gewürzküche. Das findet ihr im Saal D, Regal 7, Gang 68. Die 50 populärsten Theorien zur Anomalie? Saal A, Regal 18. Benutzt die Leiter, Gang 42. Die Anzeit für Dummies? Das hat jemand ausgeliehen, aber nicht zurückgebracht. Das muss der berühmte Professor Gagge sein. Hat er ein Gedächtnis? Also hat er ein Gedächtnis?
Möglichste Ausschusses für Temporalethik. Unsere Aufgabe ist es, dankbar was? Unsere Aufgabe ist dankbar simpel. Wir entwerfen Richtlinien und Protokolle, um Unfälle im Kontext von Zeitreisen vorzubeugen. Wir sind für alle Eventualitäten gewappnet, sofern man unsere Richtlinien befolgt. Gut zu wissen, dass da jemand vorausplant. Ja. Guten Tag, Fräulein. Kann ich weiterhelfen? Mir ist durch Zufall vor einiger Zeit ein Buch in die Hände gefallen. Leider entzieht sich einiges darin meinen Verständnissen. Würdet ihr mir wohl helfen, es zu entschlüsseln? Ein Buch, sagt ihr? Kann ich das mal sehen? Aber ja, hier ist es. Du meine Güte. Das ist ja gewaltig. Das ist eine umfassende Abhandlung über die Wissenschaft der Kälte. Sie stellt ein paar faszinierende Theorien auf. Dürfte ich davon eine Kopie machen? Nein. Oh, ich bitte euch, Fräulein. Euer Buch ist ein wahres Juwel. Dürfte ich davon eine Kopie machen? Nein. Oder mach. Danke. Herr Gagel, bitte. Anashiva. Was kann ich für euch tun? Fotografiert dieses Werk mit eurem Gedächtnis und erstellt dann eine vollständige Kopie, bitte. Sofort, Sir. Keine Sorge, es wird nur einen Augenblick dauern. Fertig, Sir. Danke, Herr Gaggles, das war alles. Hab Dank für euren Beitrag für die große Bibliothek. Es wird gewiss einige Jahre brauchen, aber schließlich werden wir diese Gleichung entschlüsseln. Sie werden es uns ermöglichen, Bedingungen extremer Kälte zu schaffen. Wir müssen die Reaktion natürlich sorgfältig beobachten. Schließlich wollen wir nicht aus Versehen eine ganze Insel einfrieren. Wie dem auch sei. Zum Dank genehmige ich euch, die große Hyperkonne des Forschungszentrums zu benutzen. Ihr werdet sehen, es macht Spaß. Aber überlegt euch gut, was ihr in die Anomalie schickt. Was sollen wir denn bitte schon in die Anomalie schicken? Also wir haben jetzt die Erlaubnis, die Kanone zu benutzen. Scheint so, als sei unsere Zeit hier abgelaufen. Aber es gab noch so viel für mich herauszufinden. Können jederzeit herkommen. Oh Gott. Trotzdem weiß ich bis jetzt noch nicht, was wir machen können. Ich kann alles Mögliche in die Anomalie schicken. Ihr möchtet wissen, wozu diese Kanone dient? Ja. Ihr habt ja Genehmigung. Nun, wenn ihr die Genehmigung des Ausschusses für Temporalethik habt, dürfte es kein Problem sein. Was möchtet ihr in die Anomalie schicken? Haha, seid ihr ein Witzbold? Was möchtet ihr in die Anomalie schicken? Ist das euer Ernst? Möchtet ihr euch wirklich selbst mit der GHK in die Anomalie schießen lassen? Ja. Wie ihr wünscht. Ich schätze mal, man sollte sich aussuchen dürfen, wie man sterben will. Ich dachte, jetzt kann ich irgendwelche Gegenstände auswählen. Bereit? Ich habe da ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Feuer. Hab ich mich jetzt erschrocken. Ha! Anspielung auf Sword of Mana? Nee, doch auch, aber... Glitchet. Okay. Shikoya, seid ihr in Ordnung? Er hat nur das Bewusstsein verloren, Fräulein Froschi. Scheint, als wären wir hier im Herzen der Anomalie. Ja, die Atmosphäre hier ist sehr merkwürdig. Irgendwie verzerrt. Vermutlich wegen der Zeitfrequenz. Dieser Ort scheint irgendwie der Realität zu beugen.
Shikoya. Es hat funktioniert. Los, wir müssen nur noch das Fragment des Magischlüssels finden. Doch, die Gewissheit, dass wir es hier finden, ist gering. Stimmt. Trotzdem brenne ich darauf, herauszufinden, was vor uns liegt. So. Und was wir jetzt hier finden, das sehen wir das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.